Oh, das will ich jetzt schon hören. Ja, bleib doch mal locker, Clappy. So ein Nervbolzen. Gibt's da einen Fallschaden? Keine Ahnung. Hey, Clappy. Na, komm schon, auf jetzt. Commander of the Crimson Raiders, Lilith. Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Oh, hoppala, Entschuldigung, ich habe kurz meinen Kaffee. Ich bin Flag. Und du bist die Stimme in meinem Kopf. Erkläre dich. Ja, yeah, was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Aber im Ernst, danke, dass du dich gemeldet hast. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Willkommen bei den Crimson Raiders. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmod wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde. Okay. Wenn du bereit bist. Ein tödliches Werkzeug. Gefällt mir. Alles klar. Lass sie deine Wut hören. Oh. Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Ich hab... Die Gottkönigin. Tod, gefällst du mir besser? Okay, mein Hündchen ist ziemlich groß und reißt den ziemlichen Arsch auf. Gestorben war der Sache, die ich geliebt habe. Ich bin das Gesicht. Und du, der Esel. Das Esel. Um den kümmere ich mich. Wen denn? Gut gekämpft, Killer. Okay. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt. Und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Verschlossen. Aber eine Sirene hält das nicht auf. Hat er gerade eine Waffe ausgekotzt? Hä? Bist du schon dazu gekommen, dir mein Mixtape anzuhören? Eine Waffe! Wieso Mixtape? Ja, okay. Oh, meins. Was haben wir denn hier? Sieh! Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammerkarte geborgen! Schicke unsere Anhänger, um die Sonnenklopper
wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Die Sonnenklopper. Ich öffne das Tor. Okay. Komm schon, hier lang. Ich bin doch hier, geh doch. Hast du... Warum kotzt du mir ständig Waffen her? Ich mag den Hund, aber warum zur Hölle kotzt er mich mit Waffen voll? Aber gut, was soll's? Soll er doch kotzen. Ich schlage das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper Kriegslord und tue, was nötig ist, um an die Karte zu kommen. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich gehe Müll abhängen. Also, was haben wir hier? Oh, dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Oh, ungewöhnlich. Objekt des Tages. Ist das ein Granatenwort? Oder ein Schild? Du willst kein Geld mehr für Respawns ausgeben. Quick Charge Schild. Ich hab die Lösung. Ah. Schau mal wieder vorbei. Du wirst es nicht bereuen. Warte mal, soll ich gerade irgendwas machen? Ah ja, ich hab da ein Ziel. Was haben wir denn da? Oh, was ist das? Eine Granatenwort? Nee, brauche ich nicht. Ich benutze Granaten nicht ganz so oft. Das sollte ich vielleicht. Warte, was ist das da hinten? Ist das die Schnellreise? Schaut nach der Schnellreise aus. Hm. Dann können wir jetzt schon eine Karre fahren, oder was? Hallo? Natürlich können wir keine Karre fahren, das war so klar. Oh, wir müssen ja auch... Mission? Ausrüsten. Sehr gut. Mein Automat ist kaputt. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden... Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Identifiziere das Problem. Achso, der funktioniert nicht gescheit. Mal, da geht das Kabel lang. Ach da. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Was? Und wenn du dich... Ich weiß gerne, mit wem ich arbeite. Wieso bist du ein Kammerjäger geworden? Gegen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Ah, wo kommst du her? Jetzt habt ihr schön viel Spaß mit meinem großen Vieh. Ah, Schicht im Schach. Attacke! Boah, wie er den einfach wegmetzelt. Oh, wie er sich freut. Finde ich gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo sind wir? Da sind wir. Skillpunkt. Ja, weiß ich doch. Haustier fügt erhöhten Schaden zu. Schusswaffenschaden und Action-Skill-Dauer. Ein Flakhaustier, ein Gegner angreift, ist der erste Nahkampfangriff, ein automatischer kritischer Treffer, der mehr Schaden zufügt. Ich glaube, wir machen das.
Schaden ist doch immer gut. Ah. Sind hier schon die Sonnenklappe? Wieso sind die verstrahlt? Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Guck mal, gleich mal größer. Oh. Dem geht's gut. Na? Dämlichen Psychos. Oh shit. Hä, was? Paprika? Ah ja, mein Hund macht das schon. Kann der Hund eigentlich sterben? Ich bin offensichtlich überlegen. Attacke! Schnapp sie die Hündchen! Ich weiß, das sind schon ein Haufen Sachen da gewesen. Ich kann es spüren. Ah, okay, jetzt waren es langsam viele. Ja, das ist der Nachteil von der Waffe. Ja, komm her. Kleine Scheiße. Ich würde gerne mal einsammeln gehen, Mann. Was sind da oben? Hä? Ey Hündchen, wie wär's, wenn du mal aufgehst und dir den holst? Uhuhuhuhu. Scheiße. Tod, gefällst du mir besser? Ach da. Du hast eine menschliche Wirbelsäule. Alter, Hetzer. Mit meinem letzten Atemzug versuche ich, ich verlange eine Himmelsbestattung. Alter, was zur Hölle habt ihr für Probleme, Mann? Ja gut, was erwarte ich? Das sind lauter Psychos. Psycho. Ich lasse es leben. Achtung, Granate. Hä? Hat er was auf mich geschmissen? Wo ist denn die? Da hinten. Muss man aufhören zu nerven? Ah ja, damit. Oh, zack, zack. Mal schauen, was das da fallen gelassen hat. Wir haben ja eigentlich nichts eingesammelt. Okay, der ist tot. Nein, 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 nein.
Da ist noch was. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Da unten, ne? Ja, da. Ach ne, das ist bloß Muni. War da noch irgendwas dabei? Nee. War da in der Höhle noch was? Okay, da geht's runter. Komme ich dann da wieder hoch? Bin ich mir unsicher. Na gut, wenn ich die zerlege, was passiert dann? Oh. Energie. Na, Dollar. Das ignorieren wir mal. Da noch irgendwas? Hä? Okay. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Ich? Hä? Yo, hilfst du mir? Wort. Bandit Life. Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne, aber... meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin auf einer endlosen Jagd nach dem Ruhm von... Oh, du meinst im Moment, ich arbeite mit Lilith und den Crimson Raiders zusammen. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? Im Propagandazentrum des Kults hier in der Nähe. Es gehört jetzt uns. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich gehe vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Okay. Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ja, sie haben wie Tiere gekämpft. Kranke, verwundete Tiere. Ich bin beeindruckt. Oh, Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Oh, und scheiße. Abkürzung. Hier entlang. Hippie oder was? Ach, da runter. Ja gut, jetzt müssen wir eh runter, ne? Gag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht für Gags. Vergiftet er das? Kriegt er auch Schaden? Scheinbar nicht. Spucken das Gag. Nö. Mehr. Ich bin ein Messer, das immer schärfer wird. Noch mehr? Ah, da. Granate! Da ist ein Schocks-Gag. Jetzt hol dir seine Wirbelsäule. Wo denn? Der da ist ein Welpe. Oh, da. Lass dich von der Jagd mitreißen. Hey Kleiner, was geht? Na los, nimm sie! Oh, ich will lieber die Waffe da haben. Eingeweiden zu wühlen.
Was ist das? Ah. Ja, das ist ja auch schon wieder nicht rot. Na verdammt. Lypsos Hirn nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Na. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Hä? Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Ja, einer der üblichen Spackos halt. Schicke Hütte, verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warren? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Die Karte war nicht da, also habe ich mir diesen Banditen geschnappt. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Bäh. Okay, das heißt, wir kriegen noch die Karte. Aber an der Stelle bedanke ich mich dann erstmal bei euch fürs Zuschauen. Und wenn alles hinhaut, geht's in der nächsten Folge dann zu zweit weiter. Also dann, macht's gut und Servus.